Welcome to Crackhaus. Crack, 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 Crackhaus. Der Kochradiosendung mit Fabse und Felix. Sehr gut, sehr gut. Sehr gutes Publikum. Jetzt sieht man auch endlich mal das Publikum. Das letzte Mal, als wir live waren, hat man die Leute immer nicht gesehen. Jetzt sieht man auch mal, wie viele Leute es tatsächlich sind. Hunderte. Erstaunlicherweise, also einmal für euch ein bisschen langweilig, aber unsere Sendung wird ausgestrahlt werden, tatsächlich am 12. Januar auf FSK 93,0. Danke nochmal FSK dafür. Und ihr seid mit drauf? Ja! Darf ich was sagen? Noch nicht. Und eigentlich hatten wir als Gästin heute Abend, Christine Ebeling, aber wir haben leider im letzten Moment erfahren, dass Christine Ebeling eigentlich gestern Geburtstag hatte, wenn ihr unsere Aufzeichnung hört. Aber es ist viel eher. Wir haben uns dann darum gekümmert, dass wir noch irgendwie unsere Sendung eher aufnehmen. Und jetzt sind wir tatsächlich auf dem Chaos Computer Club, auf dem 36. Chaos Computer Club Kongress in Leipzig, live mit Publikum, und irgendwo hängt auch eine Kamera und wir werden gefilmt und man kann uns auch anschauen. Das ist für uns als Radiomoderatoren so ein bisschen ungewöhnlich. Da. Die ist da drüben. Wo ist die Kamera? Im da. Da. Ah ja, ich sehe sie. Hallo. Hallo Kamera. Hallo Welt. Hallo Welt. Das sind wir. Geil. So. Und darum haben wir uns heute als Gästin eingeladen, Vanessa von Kados, die uns irgendwie ein bisschen was über... Hallo. So ihr Leben und ihre Arbeit und ihr Dasein, Existenzberechtigung. Kados ist ja übrigens auch da drüben. Hallo. Hallo Kados. Hallo Kados. Wir befinden uns hier in den Messehallen, in der Halle 2, in der Messe Leipzig. Wenn ihr zufällig zuschaut und in der Nähe seid, kommt schnell vorbei. Und dann haben wir noch... Was zu essen? Wir haben eine Kochradiosendung, genau. Ja, ja. Und einen stillen Gast, wollte ich sagen, der eigentlich... Stimmt. Ja, ja, genau. Unser Essen ermöglicht, unser stiller Gast wird wie üblich namentlich nicht erwähnt. Ihr werdet jetzt an den Videostream ein bisschen das ungewöhnlich finden, dass man ihn sieht. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben eine Radiosendung. Eigentlich sieht man unseren stillen Gast immer nicht. Ne? Also auch ohne Publikum. Mann, seht ihr alle gut aus. Aber auch ohne Publikum. Unser stiller Gast. Kurzer Applaus. Aber kurz. Übrigens die beste Mütze der Welt. Danke. Achso, ja. Das ist noch, nee, nicht du. So, und wir machen heute Flammkuchen, Papse. Flammkuchen, ja. Ich guck schon, was du eingekauft hast. Ja. Frag mich so ein bisschen, was Kabelbinder in dem Rezept zu suchen haben tatsächlich. Achso, nee, die habe ich gekauft, weil die so schön bunt waren. Okay. Ich habe tatsächlich heute im Hauptbahnhof von Leipzig eingekauft. Wir waren so ein bisschen spät dran mit unserer Planung und allem. Das sind hier die Brands. Wir legen immer die Brands am besten so, dass wir und darum war ich heute im Hauptbahnhof. Also es ist Sonntag auch heute, so wie während der Radiosendung. Und Du warst jetzt heute im Hauptbahnhof den Kram einkaufen? Genau, im Hauptbahnhof den Kram einkaufen. Da war ich noch mal im Euroshop und da habe ich die bunten Kabelbinder gesehen, wollte ich sagen. Ich muss mich bei Felix auch noch mal tatsächlich bedanken. Als Felix am Hauptbahnhof eingekauft hat, lag ich noch betrunken im Bett. Seht ihr? Vielen, vielen Dank. Genau. Das haben wir dem stillen Gast zu verdanken tatsächlich. Ja. Deswegen redet er heute auch nicht. Ah. Geil. Hallo Vanessa, ne? Na, red und jetzt... Endlich Geschenke? Ja, weiß ich noch nicht. Irgendwie. Kannst du kochen? Oder was? Ich kann kochen. Ich mag es eigentlich nicht so gerne, aber ich koche schon ab und zu mal. Weil du musst und dich ernähren musst? Oder ich habe ein Rezept irgendwie? Ich wohne zum Glück mit noch anderen 7 Leuten in einer sehr großen WG. Da kocht immer irgendjemand. Das passt schon. Oh, ein Traum, ey. Braucht ihr neue Mitbewohner? Schreib doch mal eine Bewerbung. Ich würde auch gerne weniger kochen in meinem Leben. Was kochst du denn gerne? Bist du so ein Mensch, der so asiatisch, Also ich bin's italienisch, eigentlich, also ich bin großer Fan der italienischen Küche. Ich bin es eigentlich gewohnt, so in Fokü-Größen zu denken, oder das heißt ja nicht mehr Fokü, das heißt ja Küfer jetzt, genau, oder schon länger eigentlich. Genau, und eigentlich bin ich dann immer, also zu Zeiten, wo ich noch viel gekocht habe, habe ich halt immer für sehr große Gruppen gekocht, so Gulasch und Reis. Ja, aber hast du so ein Kindheitsessen, was dich an deine Kindheit erinnert? Das war meistens schlecht eigentlich. Oh Mann. Vanessa. Rahmspinat und Kartoffeln.
Mit Fischstäbchen oder ohne? Mit Fischstäbchen. Bist du Vegetarierin? Oh, Veganerin? Undogmatische Veganerin? Undogmatische. Das, sowas wie Spurenveganer, ne? Das ist ein Titel. Auf jeden Fall. Vanessa, ich habe dir auch ein Bier mitgebracht. Leider habe ich in meinem Equipment nur noch eins. Ich muss das hier mal zuhalten. Ich habe mir versprochen, heute, also, wir sind nie auf Video, ich habe mir versprochen, heute alle Labels abzukleben. Ich möchte hier original keine Werbung für niemanden machen. Außer für Mate auf dem Welt-Mate-Kongress hier. Hier oben noch. Achso, oh. Entschuldigung. Spritzig? Oh. Danke. Wir haben auch ein sehr aufmerksames Publikum hier übrigens. So. Was ist, was ist das? Was für Pisse? Was für Pisse? Pisse bleibt. Pisse bleibt für ewig. Das ist ja keine richtige Werbung. Irgendwie. Wollen wir ein Bier trinken jetzt eigentlich oder nicht? Vielen Dank, das war ja, wobei für die sogar können wir ein Werbung Rundspiel. Machen. Ja, genau, für Premium dürfen wir tatsächlich Werbung machen. Das ist abgenommen, irgendwie im Plenum besprochen. Warte, wir stoßen an, Vanessa. Achso, Entschuldigung. Warte. Wir mögen auch immer schweigende Momente im Radio, wo niemand was sagt. Prost, Vanessa, schön, dass du da bist. Ja, Prost, danke, dass du da bist. Sehr gerne. Ja, also. Du lebst in Berlin oder was? Oder? Ja, ich wohne in der Nähe vom Boxi. Von was? In der Nähe vom Boxi. Vom Boxen? Boxi. Boxhangerplatz. Ja, wir kommen ja aus Hamburg, ich weiß ja doch nicht. Ist in der Nähe. Mit euren Abkürzungen kann ich nichts anfangen. Ist in der Nähe von der Mainzer Straße, falls das hier den älteren. Ich wollte mal eben. HausbesetzerInnen noch was sagt. Vanessa, gerne würde ich mich gleich weiter mit dir unterhalten, weil wir so ein bisschen so an einem Titan-Sketch sind. Ihr könnt euch das vorstellen. Kochen. Also, kochen im Radio erfordert auch irgendwie so ein gewisses Timing, weil wir auch nur eine Stunde Sendung haben. Ne? So, und wir wollen Flammkuchen machen. Darum würde ich jetzt mal so sagen, ich habe hier ein Kilo Weizenmehl Typ 55 geschrieben in unsere Einkaufsliste. Ich hoffe, das habt ihr auch alle gekauft. Ich kann das mal so in die Kamera halten. Wir nehmen die Hälfte davon. Das mache ich jetzt mal eben ohne Waage, weil wir sind ja auch, ihr merkt das, unser Ofen ist gemalt, wir haben keine Küchenwaage, wir sind gar nicht in der wirklichen Küche, wie wir das sonst immer machen. Aber ich kipp mal die Hälfte von dem Mehl. Warum war es nochmal wichtig, dass es 550er Mehl ist? Das hat 550er Mehl, das haben wir letztens recherchiert. Hallo Fapse, ich bin Felix. Hey. Haben wir letztens recherchiert. Also 550er Mehl, das hat was mit der sozusagen mit der Größe des Siebes zu tun, wo das Mehl so durchgestroben wird. Und das ist so diese Siebgröße, die ihr euch da... Ich dachte, so. Das hat vielleicht ein B1-Brandschutzzertifikat, damit man bei der Messe damit backen kann. Stimmt. Nee, dafür haben wir extra gerufen, ja. So, 500 Gramm Mehl. Also das heißt, du bist Handwerkerin, Veranstaltungskauffrau? Ich bin Werkstattleiterin bei Kradus in der Tat. Und wir haben ja auch hier mit aufgebaut. Beim CCC-Kongress als auch beim Camp im Sommer. Echt? Aber habt ihr die Boote auch gebaut? Ja. Ganz schick. Gefällt mir. Ich habe den Löffel vergessen. Ich soll 3 Esslöffel Olivenöl da reinmachen. Sind das 3 Esslöffel? Nee, warte, ich mach das... Ah, oh, das ist aufregend. Ich mache hier so einen kleinen Krater. Ich wünschte, ich hätte noch so eine Kamera von oben, irgendwie, dass man diesen kleinen Krater jetzt hier sieht, den ich hier... Und jetzt sind das 3 Esslöffel. Perfekt. 550er Mehl ist übrigens die Zahl, bestimmt die restlichen Schalenanteile im Mehl. Warum hast du Karamellriegel? Achso, falls wir Hunger haben. Die wollten eigentlich nicht... Ich hab nur die Zutatenliste gezeigt. Ja, verdeck sie. Und genau, also ich habe das Öl da drin. Achso, dann habe ich hier Salz. 1,5 Teelöffel Salz, sagt mein Rezept. Kann ich dir irgendwas helfen? Soll ich dir das Horoskop vorlesen? Lies mir das Horoskop vor. Ich habe die wahrscheinlich Leipziger Morgenpost gekauft, um das Horoskop nochmal nachzucheckern.
Teelöffel oder Esslöffel? Teelöffel. 1,5 Teelöffel Salz machen wir jetzt in unseren Teig noch dabei. Alter, ich kriege hier Publikumsreaktionen, die sich so anhören, als wäre es Meersalz. Aber es ist gar kein Meersalz, es ist, glaube ich, irgendwie so ganz harmloses irgendwie Bergwerksalz. Und Wasser, und da habe ich ja immer irgendwie so gelesen, dass so Mineralwasser, dass so Mineralwasser irgendwie so sprudelndes Mineralwasser für so Teigsachen irgendwie ganz gut sein soll. Also für Pfannkuchen und sowas, ne? Wegen dem Soda. Und das, da habe ich hier so einen halben Liter, da würde ich mal so eine halbe Flasche von reinkippen. Ich habe mir die Hände gewaschen noch vor der Show. Hast ich du auch, mal? Original. Ah, geil, dann geil. Können wir Xing Shang Shong machen, wer, wer knie, ich knie. So. Ah, geil, das ist aber ein... Und dann wird Papst uns jetzt einmal kurz zeigen, wie dieser, wie dieser Teig dann so durch... Dieser knallharte Typ diesen Teig knetet. Wie dieser knallharte jetzt Typ mit diesen Kneipp-Teig. Schön mit dem Bändchen. So. So. Und wer ist denn? Vanessa, ne? Ja. Und ich habe, ich habe gerade beim Teigmachen nicht so ganz zugehört. So, du arbeitest sozusagen, ist das so dein Leben, Kados irgendwie? Bist du vor Ort oder bist du irgendwie so eher in Berlin irgendwie so das Ganze so am Organisieren? Ich bin in der Tat hauptsächlich in der Werkstatt in Berlin. Also ich fahre nicht mit in Einsätze oder bisher nicht. Ich habe es eigentlich gerne mal vor. Es gibt aber gerade keinen Einsatz, der jetzt quasi zu mir passen würde, weil ich keinen medizinischen Background habe. Genau, und ich bin in Berlin und organisiere da halt die Werkstatt. Also wir bauen viele Dinge, ich organisiere aber auch super viele Dinge. Also, was baut ihr für Dinge? Wir haben gerade immer noch das Projekt, das gibt es ja schon länger, das mobile Krankenhaus. Und wir kommen halt oft in Einsätze an Grenzen oder uns fallen da irgendwie Probleme auf. Es gibt halt oft irgendwie Dinge, die halt noch fehlen oder so ungelöste Probleme, vor denen wir stehen. Zum Beispiel Müllverbrennung, und wir haben halt vor kurzem mit einem Designstudenten einen Verbrennungsofen für medizinische Abfälle entwickelt, zum Beispiel. Oh, wow, okay. Und genau, also wir machen halt... Müssen die so speziell hochtemperiert verbrannt werden, oder... Ja, ja, 1200 Grad, das ist nicht zum Kochen, aber... Genau, so ein bisschen wie Krematorium, so... Ja, also genau, unter Umständen waren dann da natürlich... Ich meine, wir gehen halt in Kriegs- und Krisengebieten. Unter Umständen waren dann da... unschöne Dinge rein in solche medizinischen Verbrennungsöfen. Ja. Also ihr baut sozusagen Öfen, dass ihr in Kriegs- und Krisengebieten das so vor Ort verbrennen könnt. Also ja, genau. So in Deutschland kann ich mir das ja gut vorstellen. Also es geht um, also das ist ein mobiles Teil und das soll auch mit in den Einsatz, genau. Ah, wow, abgefahren. Ne? Und so einen technischen Kram tüffelt ihr dann aus? Also wir haben sehr viele unterschiedliche Leute mit ganz vielen unterschiedlichen Backgrounds und Skills und so. Also ich bin Tischlerin zum Beispiel, es kommen sehr viele Leute auch zu uns, die halt eher so einen, naja, CCC-angebundenen Nerdy-Background oder sowas haben. Also, moin. Wir hatten ja jetzt eben hier gerade einen Vortrag auf der Bühne von Sebastian und Steini zum Live-Sensor. Das ist halt ein ganz anderer Bereich als mein Bereich. Aber ja, genau, wir haben sehr viele Leute, die uns irgendwie mit sehr vielen unterschiedlichen Skills unterstützen. Ja. Geil. Ja, ich war tatsächlich ein einziges Mal bei euch in der Werkstatt und da habe ich gesehen, dass ihr so eine komische, so sehr selbstgebastelte CNC-Fräse, die irgendwie auf so einer schrägen Platte stand. Das war aber wahrscheinlich die kleine, ne? Mit so einer Oberfräse drauf irgendwie und so ein Seilzugsystem. Die wurde vor meiner Zeit gebaut, da habe ich nichts mit zu tun, aber die funktioniert auch. Ja, aber mittlerweile haben wir eine richtige, also eine richtig große. Ah ja, okay. Habt ihr auch einen 3D-Drucker? Noch nicht. Ah, okay. Ich wollte nur fragen. Aber ich habe hier schon ganz viele, also ich habe ganz viele Empfehlungen hier bekommen am Stand auf jeden Fall. Und der kommt als nächstes. Ich wollte gerade sagen, hier. Dann könnt ihr euren Flammkuchen demnächst 3D drucken, dann müsst ihr das auch nicht kochen. Für unsere Radiozuhörer nochmal irgendwie so, also das ist 3D-Druckerhausen hier irgendwie so. Also wenn man irgendwie so alle 5 Meter mal einen 3D-Drucker sehen will, dann kommt man hierher und also hier gibt es viele 3D-Drucker. Naja, auf jeden Fall. Hat man jetzt eigentlich mal einen 3D-Drucker drucken lassen? Kann man, ja. Also so, da gibt es so diese Metallstangen, die muss man kaufen dafür. Ne? Aber so diese Edelstahl-Metallstangen, aber irgendwie im Grunde genommen kannst du alles andere, und die Elektronik, aber im Grunde genommen kannst du alles andere... Lass mir noch mal ein bisschen Mehl reinkippen, bevor... Mehr Mehl? Ja, guck doch mal.
Nee, eigentlich ist sehr gut. Ja, das ist das mir. Nee, eigentlich ist sehr gut. Findest du? Ja. Ja, du rollst ihn ja aus. Von daher dann. Den räumen wir jetzt dann aus und machen da Flammkuchen draus. Müssen wir irgendwas. Also ich muss auch sagen, also Entschuldigung, da ist die Kamera. Ich habe nicht genug recherchiert für ein Rezept. Haben wir hier Flammkuchenspezialisten zufällig im Publikum? Irgendjemand, der weiß, wie Flammkuchen gehen? Irgendwie. Nee, also okay, dann halte ich mich an meinen, ihr könnt es nochmal sehen hier, an mein Rezept. Das rot geschriebene ist mein Rezept. Genau. Hast du gelacht? Dich will ich mal Flammkuchen backen sehen. Echt, mehr Mehl? Wie, das ist dein Rezept? Nein, das ist nicht mein Rezept, das ist irgendwie, wir wollen ja keine Namen sagen hier, aber es ist so ein Rezept aus dem Internet. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, du hast das von Rita Rosenzweig. Nein, Rita Rosenzweig, oh, leider irgendwie blockiert sie. Ich hoffe, dass sie bis zum... Sie hat uns bei Facebook blockiert. Ja, ich hoffe tatsächlich immer noch, dass Rita Rosenzweig bis zum 12. Was ist, Januar, wo unsere Sendung ausgestrahlt wird, irgendwie das vegane Schmandrezept irgendwie. Ah, stimmt. Ja, genau. Das ist so ein, wir versuchen immer Rezepte immer entweder gleich vegan zu machen oder zumindest die vegane Alternative vorzuschlagen. So, ich glaube. So, ich habe auch was zum Ausrollen vorbeigebracht, irgendwie so eine Flasche. Ne, Geil. Ich wollte gerade sagen. Meinst du, probier mal, ob es noch gut ist. Ja. Also ein Schuss rum im Essen probier ist eigentlich auch nicht verkehrt, oder? Ist noch gut. Ist noch gut. Ja. Unser stiller Gast. Können wir noch mal kurz einen Applaus für unseren stillen Gast haben? Ich finde, er fühlt sich so ein bisschen... Boah, ich muss da gleich mit Bier nachspülen. Was ist das? Nicht sagen. Wir machen hier keine Werbung. Werbung. Achso, hier, das Publikum möchte auch Schnaps trinken. Irgendwie so, Mann, Alter, ey. Ne? Billig erkauftes Publikum nenne ich das. Ne? Also so... Ja, ich meine, die Hälfte davon kennen wir doch eigentlich auch, oder? Ganz günstig. Kenne ich. Genau, kann ich auch nochmal irgendwie hier feiern, wenn ich hier mal so einmal umgucke, das ist irgendwie so voll toll. Irgendwie hier sitzt tatsächlich viel so Publikum, was dieses Festival aufgebaut hat und irgendwie, auf dem wir uns alle befinden hier. Nein, Kongress, Entschuldigung. Ach, ich sag mal Festival, ey, ne? Aber die beklatschen sich auch gerade übrigens alle fünf selber. Aber... Aber es ist schön, irgendwie mit euch diesen Kongress zu machen. Wie weit sind wir? Bam, Alter. So, wir haben einen Teig. Danke, Papse. Wir haben einen Teig. Ich darf ihn mal kurz hochhalten. Ich glaube, ganz okay jetzt. Ist eigentlich Flammkuchen Rührteig oder Kneteig? Eigentlich ein Rührteig irgendwie. Also meine Internetanleitung hat rühren gesagt. Wir haben jetzt Kneten gemacht irgendwie so. Da ist ein Stück auf den Boden gefallen. Ja, ich weiß. Ja, wir sind ja auch die Letzten auf der Bühne, wir können uns so richtig daneben benehmen. Ich unauffällig drüber wegzuspielen. Ich würde mal eine Frage wissen, wie viel Mehl ist jetzt da drin? Warte, sag ich dir, 750 Gramm. Auf einen halben Liter Wasser mit irgendwie 4 Esslöffeln Öl. Okay. Ja. Salz hast du auch schon drin, ja. Hä? Hast du Salz drin? Ah, nee, Salz haben wir noch vergessen. jetzt, Leute, bitte. Ne, es ist ja noch nichts passiert irgendwie. Ja, ne, also, so, jetzt, ich massiere den Teig nochmal aus, ne, auf dem Brettchen. Also, die uns nicht hören, sondern auch sehen, können das sehen, wie ich hier diesen Teig. Ah! Nice try. So, und dann nehme ich mir hier Salz und dann. Obwohl, nee, hab ich... Danke, ihr habt alle aufgepasst. War nur ein Test. Ne? Ich habe natürlich schon Salz im Teig drin gehabt. Ne? Ich habe das auch schon erwähnt. Ihr habt alle zugehört. So, jetzt werde ich also diesen Teig... Papse? Achso, du machst die Finger sauber. Ja, ich mach mir die Finger, ich gucke und schiel schon mal auf dein Krebswasser. Ne? Ja, alles gut. Super. Mhm. Also ich teile jetzt diesen Teig durch zwei. Zu. Willst du auch was machen, Vanessa? Soll ich meine Hände benutzen? Ja. Ja, mit Händen benutzen und so? Meine Hände waren gerade am Mikro. Ich weiß nicht, ob das desinfiziert wurde. Achso, nee, vielleicht nicht. Dafür haben wir so sexy Headsets. Danke nochmal für die Technik hier.
Ich teile jetzt den Teig durch zwei, das hört sich einfach an, aber ist es eigentlich gar nicht. Ist das alles Teig von uns oder wurde hier schon mal irgendwie Teig gemacht? Achso, Felix, übrigens, warte. Wenige Worte sagen oft sehr viel mehr als viele. Besonders, wenn sie jemanden sagen wollen, dass sie ihn von Herzen lieben. Ist das meine Hustung? Das ist denn, du bist Krebs, oder nicht? Ja, ich bin Krebs, ja. Deswegen passen wir auch so gut zusammen. In welcher Zeitung steht das denn? Ist egal. Ich weiß, wir wollen keine Werbung machen. Aber Morgenpost heißt das Ding. Das gibt es, glaube ich, in jeder Stadt. Darum habe ich es eigentlich gekauft. Ich komme aus Hamburg, da lese ich auch immer die Morgenpost irgendwie. Habe ich gedacht, kann ich in Leipzig auch ganz gut kaufen. Was bist du für ein Sternzeichen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, wann bist du denn geboren? Also sag mal Monat. Doch, ich weiß es. Ich bin Zwillinge. Zwilling. Lies mal Zwilling vor. Willst du es überhaupt hören? Willst du es hören? Ja, lies mal vor. Zwilling. So, ich sag mal eben für das Kochpublikum hier, die immer noch irgendwie dabei sind und uns zuhören und mitkochen, ich werde jetzt diese ungelabelte Mineralwasserflasche nehmen und damit den Teig im Backblech irgendwie so ausrollen, dass man irgendwie eine dünne Schicht, also die muss wirklich dünn sein, das ist irgendwie so ein bisschen der Trick bei Flammkuchen, so wirklich eine dünne Schicht irgendwie ausrollen. So, Vanessa. Zwilling war das? Ah, vielleicht sollte ich irgendwie Mehl irgendwie noch ins Backblech streuen. So, ihr Geist neigt jetzt dazu abzuschweifen. Schon seit zwei Tagen. Aber okay. Ja, auch also es gilt wahrscheinlich für alle, das Horoskop. Tatsächlich. Du bist so ein Omni. Ist das das CCC-Horoskop? Ja, ja, für klar. Alle? Das gilt ja, für alle hier. Ihr Geist neigt jetzt dazu abzuschweifen, sich schönen Träumen hinzugeben und aus unbestimmten Empfindungen heraus zu entscheiden. Also man will eigentlich nur nach Hause, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach nur nach Hause. So. So, also ich habe jetzt noch ein bisschen... Soll ich mal schnibbeln? Genau, damit können wir jetzt gleich mal anfangen. Ich habe jetzt so ein bisschen noch Mehl ins Backblech geschmissen, damit das nicht so anklebt, aber es klebt an der Flasche. Aber schnibbeln ist gut, Papse. Vielleicht mehr Mehl. Achso, genau, wir müssen irgendwie den... Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir haben irgendwie, was haben wir? Frühlingszwiebeln, eine rote Zwiebel. Da kannst du so zwei von den kleinen Dunkel schneiden. Wir haben Rosmarin. Was? Würzigen Bergkäse und Ziegenkäse. Ich hoffe, ihr habt alle gleich Hunger. Es wird hier gleich zwei Backbleche... Hoffentlich. Salzigen Flammkuchen, ja. Hat einer auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben? Ach, schon gut. Ist egal. Und, genau, also es müssen die Zwiebeln klein gehackt werden, die Frühlingszwiebeln müssen klein gehackt werden. Papse möchte jetzt gerne noch mal erzählen, wie man Zwiebeln klein schneidet. Nein, das ist ein Running Gag von uns, das wisst ihr alle nicht. Na, wir machen diese Radiosendung. Falls jemand der Meinung ist, er könnte erklären, wie man eine Zwiebel schneidet im Radio, immer her damit. Ja, genau, also Publikum, ne, möchte irgendjemand... Vanessa, wie würdest du im Radio beschreiben, wie du eine Zwiebel klein schneidest? Häuten? Häuten, ist gut. Also nicht abgucken. Ich weiß nicht, da am Ende und am Anfang von der Zwiebel, also ich meine, das ist ein Kreis, das hat also so eine Kugel, das hat keinen Anfang und kein Ende, aber ihr wisst, was ich meine. Da sind immer so kleine Haare und die muss man so abschneiden. Okay. Und dann halbieren. Halbieren ist gut. Haare. Und dann muss ich weinen. Dann ich fange an zu schwitzen. Schon beim Halbieren musst du weinen? Ja, ich bin da, meine Augen sind sehr empfindlich. Ah, okay. Und dann macht man halt aus diesen Halbkugeln Halbkreise mit dem Messer. Okay. Halbkreise? Und dann... Würdest du nicht zuerst so Längsschnitte reinmachen, um die Halbkreise dann direkt zu würfeln zu fallen? Damit die Halbkreise direkt Viertelkreise sind. Nee, ich mache immer erst Halbkreise. Nee, ich meine eher so irgendwie, wenn man die halbe Zwiebel auf ein Brettchen legt und sie dann so längs einschneidet. Du kannst sie auch einfach in so einen Smoothie-Maker reinschmeißen, die Zwiebel. Also wollt ihr Würfel oder wollt ihr Halbkreise? Ich bin verwirrt. Würfel. Ich räume mal den Teig weiter aus. Aber ich finde ja Halbkreise auch gar nicht so schlecht. Wie viel Zwiebeln? Vanessa, das war nicht so hilfreich, ey. Ne? Also, sorry. Du bist sonst, bist du eine großartige Gästin hier irgendwie so, aber... Soll ich gehen? Nein, bitte bleib. Ey. Hast du noch Bier? Gerade nochmal, ja, danke. Okay. Willst du noch einen Schnaps? Schnaps ist alle. Ah, echt? Ja, ich habe auch keinen mehr abgekriegt. Ja, der ist alle. Ah, der ist alle.
Könnte mal schnell einer zu den Kaffeeleuten da hinten rennen und irgendwie neuen Schnaps für den Zehner holen? Wie viel Zwiebeln willst du denn haben? Na so, ich will zwei Bleche belegen irgendwie. Ich bin unsicher. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Zustand überhaupt mit dem Messer arbeiten sollte. Was für einen Zustand hast du in den Kopfen? Naja, CCC. Ich habe ganz schlimmen CCC. Willst du sagen, du bist hier klüger und klüger und entwickelst Zeitreisen und so ein Kram? Oha. Da kommt jemand mit. Ich dachte, das ist eine Flasche Olivenöl im ersten Moment. Penninger Blutwurz. Kräuterlikör. Jetzt verstehe ich auch, warum ich anfange zu schwitzen. Boah. Ich weiß noch, also ich lasse ihn erstmal noch stehen. Ich weiß noch nicht, ob wir. Vielen Dank schon mal. Ich weiß noch nicht, ob wir uns das trauen. Ja, richtig großer Kräuterlikör-Fan, ne? So, ich muss ja jetzt mal sagen, also hier nochmal einmal die Kamera. Das ist ein Ausgießer wie bei Olivenöl. haben wir ein Glas irgendwie? Ich will nicht aus der Flasche nuggeln. Guck mal hier. Das können unsere... Sehr gut. Unsere Radiozuhörer wieder nicht hören, aber die Leute, die uns im Livestream sehen, können das sehen. Ich habe den Teig jetzt nicht so richtig ausgerollt gekriegt, wollte ich sagen, irgendwie so... Aber es sieht irgendwie so ein bisschen so Flammkuchen, also wenn ich so in so ein Restaurant gehe und irgendwie die immer so auf so runden Holzbrettchen irgendwie so, die mir diesen Flammkuchen, das sieht so ein bisschen so ähnlich aus irgendwie, ich glaube. Als hätten die das auch mit einer Bierflasche ausgerollt und nicht mit Nudelholz, ne? Original, ja. Alter. Alter. Oh. Ups. Entschuldigung, das war ich. War das der Erste? Oder was? Ein Glück war da kein Mikro dran. Was hast du gemacht? Ist das der Kräuterlikör? Ja, das ist der Kräuterlikör. Vielen Dank. Hier kann man echt nirgends hingehen. Ah, mein Kochrezept. Warte. Ich decke jetzt mal den anderen Flammkuchen, den ich schon ausgerollt habe, ab. Und nehme dann mal irgendwie den anderen Flammkuchen und roll den mal aus. Ne? Also, Vanessa, was war denn das Coolste, was ihr im Makerspace, so in deiner Wahrnehmung, was ist das Beste? Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Mir jetzt so? Was mir im Makerspace am besten gefallen hat. Also was war das so, was so ist so, also hast du ein Lieblingsprojekt, an dem du beteiligt warst? Wo du echt sagst, das war so spannend und nervenaufreibend oder ihr standet vor so wahnsinnigen Problemen, die ihr am Ende dann aber doch gelöst habt? Na, eigentlich ist ja alles cool im Makerspace. Lieblingsprojekt habe ich auf jeden Fall nicht, aber was auf jeden Fall auch immer sehr viel Spaß macht, sind die Partys, die wir da feiern. Bei der letzten Party... Also das stößt jetzt vielleicht einigen auf, wenn ich das sage, aber da gab es warmes Sterni für 3 €, weil es war ja so lieb. Das war keins der Höhepunkte, aber sonst feiern wir immer sehr gut. Sterni Partys. Für 3 €? Was kostet? Das ist aber unglaublich teuer. Warmes Sterni für 3 €. Alter. Also ich meine jetzt mal hier die Punker gefragt irgendwie, habt ihr das schon mal erlebt irgendwie? Nee, alle schütteln den Kopf. Aber was kostet denn so ein Sterni im Einkauf? 60 Cent. Geh raus. Scheiße, jetzt habe ich Werbung gemacht. Fuck. Für Sterni ist okay, ich glaube, denen geht's auch nicht so gut. Und so mal ernst irgendwie mal gefragt in die Richtung Tontechnik. Ich sehe da irgendwie, übrigens unseren supportenden Tontechniker heute, Jonas. 15 Minuten noch. Keine Namen, keine Strukturen. Nee, 20? 20 Minuten noch? Oha, dann aber... 18, nein, 10? 23? Ich glaube, du musst additieren. Die halten so, fürs Radio schneiden wir das. Es sind 25 Minuten. Nein. 25? Was? 15, 20, 30 Minuten. Jetzt habe ich es. Ah ja, 30 Minuten. Haben wir noch? Das ist irgendwie so auch ein bisschen der Timeschedule, den ich unserem Radiopublikum zumuten wollte, weil wir müssen nämlich den Kram ja auch in den Ofen kriegen und wir wollen ja auch alle zusammen essen. Das ist ja eigentlich die Idee davon. Ja, 5 Minuten haben wir gesagt, ne? Wir wollen 20 Minuten wollen wir Zeit haben. Ja, genau. Ah. Dafür haben wir ja auch unseren stillen Gast, keine Namen, keine Strukturen, aber der bei den Mecklenburgern arbeitet, unsere Fans. Keine Namen, keine Strukturen, der bei den Mecklenburgern, geil. Unsere Fans erinnern sich daran, dass wir im September schon mal eine Sendung gemacht haben, wo wir die Mecklenburger als Gäste hatten irgendwie und eine Dose Ravioli auf der Bühne gekocht haben. Da saß du auch schon da, ne? Jetzt nur nicken, nichts sagen. Ey. Genau, er nickt.
Und leider haben wir ja nur diesen Ofen, also weil hier ja so Brandschutzbestimmungen herrschen und irgendwie, man darf hier ja nicht irgendwie sich so irgendwie so aus dem Fenster lehnen und man sollte ja auch auf gar keinen Fall Rebellion machen, irgendwie, weil das hier alles irgendwie strukturiert ist und irgendwie so geradlinig ist, dürfen wir irgendwie keinen Ofen auf die Bühne stellen. Und ich trete hier, glaube ich, die ganze Zeit auf Teig rum, ne? Darum haben wir uns so einen schönen Ofen gebastelt, ne? Und da werden wir gleich die Flammkuchen reinstellen und dann wird unser stiller Gast mal kurz verschwunden sein und dann wird er gleich wiederkommen, aber dann gibt es Flammkuchen. Also so, nur dass ihr euch nicht wundert, wollte ich nur mal eben sagen. Na, fang doch mal an, da den Kram drauf zu machen. Ansonsten also. Gibt es ja da vorne auch noch unseren 1200 Grad heißen Verbrennungsofen für medizinische Abfälle. Den habt ihr mit? Vielleicht, also... Den habt ihr echt mit? Der steht da. Alter, können wir den mal bitte halt auf die Bühne haben, damit wir unsere Flammkuchen machen können? Der ist halt können? Für kontaminiertes Zeug. Also ist kontaminiert, Alter. Also die Schwaben, ey. Ne? Also, wenn echt, wir haben die ganze Zeit einen 1200 Grad Ofen, der so einen Flammkuchen innerhalb von 30 Sekunden fertig macht. Man muss das halt einfach aus 20 Meter Abstand backen, dann hat das genau die richtige Temperatur. Muss er nicht, was fängst du, machst du mal? So, also... Das war das letzte Mal, dass ich mit dir eine Radiosendung mache. Ja. Das war das letzte. So, und guck mal, ich komm voll ins Schwitzen und du bist die ganze Zeit nur am Reden. Nein, mach ich gar nicht. Hast du nicht auf dein Horoskop gehört? Weniger Worte, wenn du jemandem sagen möchtest, dass du ihn liebst. Faxe. Vorsicht, das Mikrofon. Ich liebe dich. Ich weiß. Toll. So, ich werde jetzt also diesen Schmand und diese Creme Fraiche, die wir hier, die ich auch in der Einkaufsliste, die ihr alle selbstverständlich online gelesen habt, irgendwie auf unserem Podcast. Oder im Transmitter, der hier wahrscheinlich. Im Transmitter. Haben wir keine Transmitter verteilt vorher? Oh Mann, ja, nee, ich habe hier ganz Platz. Ja, ich meine natürlich, Werner, wir haben richtig viele Transmitter verteilt. Nee, wir haben, also Werner, wir haben Transmitter verteilt. Ne? Richtig viele, Tausende. Das ist das Radioprogramm von der FSK, falls ihr euch alle wundert. Aber man kann uns auch irgendwie verfolgen auf Instagram tatsächlich. Wir sind Crackhaus, die Radioküche. Bitte hackt nicht unseren Account. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr uns schreiben wollt, die sagt Papsi jetzt. Kochradio@gmx.de. Und wir wollen immer noch, wie kriegt man denn jetzt diese komischen Rise-Up-E-Mails? Wir wurden immer noch nicht eingeladen. Weiß das jemand? Es gibt doch so E-Mail-Provider, wo man eingeladen werden muss vorher, um da überhaupt... Boah, das ist echt fies. Du weißt, wie das geht? Probieren. Dann reden wir gleich nochmal. Wow. Zeigst du uns mal, wie man so eine E-Mail einrichtet. Wir wollen endlich mal so einen fairen Internetanbieter, einen E-Mail-Anbieter haben. Kein Bock mehr auf GMX. Kräuterschnaps. Blutwurz. Blutwurz heißt er, ja, genau. Auf der Rückseite steht irgendwas mit 111 Jahre feiern wir, bla, keine Ahnung. Ah ja. So, ich brauche ein Rührgerät, damit ich irgendwie den Schmand mit dem... Ich find's okay. Find's okay? Ja. Kennst du Hahnentritt? Ich mach schon, keine Angst. Achso, er rührt. Was? Ihr wollt den Schnaps trinken. Vorsicht, stich dich nicht. Und nee, zu deiner Frage, Hahntritt kenne ich nicht, aber ich kenne Deichbruch oder Dammbruch oder so. Das hört sich auch gut an. Das habe ich mal bei einem Punk-Festival im Norden auf dem Klo stehen lassen, in der Hoffnung, es trinkt jemand, aber nicht mal die Punks wollten es trinken. Du hast es leider nicht gesehen, aber das Connoisseur-Gesicht, was gerade... Okay, also für unsere mitkochenden Radiogäste möchte ich nochmal kurz erwähnen, also ich habe jetzt hier mittlerweile, der andere Teig ist auch nicht so gut gelungen, für die zugucken irgendwie so, aber ich werde jetzt die Mischung aus, ich habe jetzt den Creme Fraiche mit dem Schmand gemeinsam vermischt. Ich habe den vermischt, aber egal. Das sieht ungefähr so aus. Du musst herkommen, ich habe Angst, dass es wieder pfeift, sobald ich irgendwie... Ich werde das jetzt verteilen auf den Flammkuchen und den danach dekorieren mit dem Ziegenkäse, Bergkäse, den Frühlingszwiebeln und den Zwiebeln. Und dann geht es eigentlich nur noch 20 Minuten in den Ofen und euer Essen ist fertig. Sei vorsichtig mit dem Messer, soll ich dir das mal aus der Hand nehmen? Ja. Das ist total berechtigt, ich habe auch ein bisschen Angst. Ich mein, echt? Ja, ich weiß auch nicht. Wahnsinn, Alter, ey, was ist denn los mit euch? Ey, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch, ey? So. Willst du das, oder wolltest du das so als Stängel?
Nee. Ah, Rosmarin noch, genau. Rosmarin ist auch irgendwie geil, wichtig. Ich halte das mal fest, ja. Ja. Hast du Angst, dass es runterfällt? Das wäre das dritte Mal. Stimmt. Geil. Viel Rosmarin, wenig Rosmarin. Mögt ihr viel oder wenig Rosmarin? Viel? Viel Rosmarin. Viel. Okay. Ich mache das so. Geil, über diese Teigfetzen überall. Vanessa, du kannst auch einfach einen Schwank aus deinem Leben erzählen. Ne? Wenn wir zu langweilig sind, kannst du einfach... Ja, wir sind nicht wir so... sind so hoch konzentriert gerade. Das ist immer so ein bisschen, das ist immer so ein Redeloch, was wir immer irgendwann haben. Ja, ist schon okay. Ich, eben, als die Creme Fraiche aus ihrer Verpackung rausfiel, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Das fand ich sehr interessant. Das solltet ihr euch alle mal angucken. Habt ihr das schon mal gesehen, wie die Creme Fraiche aus der Packung fällt? Aus so einem Plop? Guckt euch das mal an. Ja, aber die ist so im Ganzen so rausgerutscht aus dem Becher. Ja, ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Manchmal hat man so Aha-Momente irgendwie im Leben. Ist das so ein Zeitlupen-Moment? So ein Zeitlupen-Moment? Kennst du das, wenn du so... Also manchmal spricht man Wörter aus oder schreibt Wörter, die man auch noch nie zuvor in seinem Leben benutzt hat. Kennt ihr das? Und dann denkt man immer, krass, das ist so ein Moment. Okay. Ja, ich kenne das nur, wenn man auf die Schnauze fliegt, dass dann alles so einmal ganz kurz so ganz langsam wird, weißt du, bevor man aufschlägt. Ich bin am ersten Tag, da war eigentlich noch gar nicht so viel. Wann bist du das letzte Mal hingefallen? Ja, das wollte ich gerade erzählen. Ich bin nämlich hier, als wir gerade aufgebaut hatten und am ersten Tag da waren, habe ich irgendwas auf meinem Handy getippt. Ich wollte awesome tippen. Und ich bin gegen so eine Betonsäule gerannt. Also die sind ja eigentlich kaum zu übersehen. Die haben so 2 Meter im Durchmesser. Und ich bin erst mit meinem Knie aufgeschlagen und dann mit meinem Kopf. Und mein erster Gedanke war, ich bin jetzt mit jemand anders zusammengerasselt. Aber es war die Betonsäule. Und das Lustigste war, ich guck danach auf mein Handy und da stand was ganz anderes als das, was ich schreiben wollte. Das war irgendwie ein ganz lustiger Moment. Da? Und das war halt, also das war der erste Auto, Tag. Ne? War das so Auto, wie heißt das? Autokorrektur, ja. Autokorrektur? Ja. Hast du irgendwie das Messer abgeleckt eigentlich? Du hast so ein ich weiß nicht, ob Creme Fraiche-Bart. Ja, aber bist du so jemand, der gegen Glastüren läuft? Habe ich auch schon gemacht, ja. Und gegen parkende Autos, ja. Oh, geil. Parkende Autos, geil. Ich bin nicht nur einmal in meinem Leben gegen einen Laternenpfahl gelaufen. Und die muss man erstmal treffen irgendwie so. Also, ja, stimmt eigentlich. Aber die kann man halt auch leichter übersehen als so eine Betonsäule, wie sie halt irgendwie hier rumstehen. Ich bin tatsächlich das letzte Mal gegen eine Bushaltestelle gelaufen. Also gegen eine gläserne. Ja, aber so wirklich so richtig, also wirklich so mit dem Handy, so schön mit dem Handy irgendwie und aufs Handy geglotzt und dann so richtig schön mit der Flat, mit der Stirn gegengedonnert und auch echt doll. Und gegenüber war so ein Shisha-Café, wo irgendwie so genau in dem Moment natürlich alle Leute aus dem Fenster guckten. Ja. Das ist echt großartig. Soll ich auch noch mal irgendwas belegen? Nee, oder? Ach, Papst, ich glaube, so ein bisschen, ich werfe auch nur noch unmotiviert hier Käse drauf. Ich glaube, in Wirklichkeit können wir den... Das ist auch kein Belegen, ne? Kannst du mal den Ofen anheizen? Hab ich schon. Okay. Ja, der Dreher ist... soll ich ein bisschen Liebe vielleicht in das Rezept bringen? Ja, es ist kein Belegen, es ist ein Beschmeißen. Ja, aber das macht... Felix hat tatsächlich, es wurde auch schon mal von einem Fan angemerkt, dass Felix grundsätzlich auch immer sagt, jetzt schmeißen wir den Rosmarin, wir schmeißen den Käse, wir schmeißen das... Was ist los mit dir? Was? So, also dann packen wir das mal in den Ofen, ne? So, einmal. Na gut. Ich will auch eins reintun. Zweimal. So. Und jetzt, Vanessa, jetzt können wir uns unterhalten, weil jetzt dauert 20 Minuten, ne, so im Ofen irgendwie so. Den haben wir vorgeheizt. Achso, ihr müsst den Ofen vorheizen, ne? Ich hoffe, also so. 250. Genau, so auf 250 den Ofen vorheizen. Ich hoffe, ihr habt das alles gemacht. Wir warten jetzt mal irgendwie so. Ne, eine Scheibe Käse vielleicht? Also genau, wir haben noch Snacks zu reichen. Will irgendjemand Ziegenkäse? Ja, so. Da hinten sehe ich eine Hand mit Ziegenkäse irgendwie so. Ich mache hier mal kleine. Ich wünschte, ich hätte Weintrauben und so Picker. Dann könnte man. Da kommen wir mal die andere Packung auch auf, dann nehmen wir egal. Ihr wisst, was ich meine.
Magst du Ziegenkäse? Ist gut. Ich probiere mal so ein Stück, ja, so von wegen auch. Undogmatisch. Also Vanessa, und also du als allererste, ey, ne? Okay, essen wir jetzt den Käse auf? Hä? Essen wir den Käse jetzt? Ja, den essen wir jetzt. Also bis das Essen fertig ist, das dauert ja noch, ey. Irgendwas wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich es aber vergessen. Dankeschön. Sehr gerne. Krieg auch ein Stück? Und ja, ja. Das ist intensiv. Ja. Ist es, ne? Kann man ganz gut mit so Feigensenf oder... Aber ist gut. Ja, mit sehr Feigensenf gut, sehr gute Wahl. Geht Ziegenkäse sehr gut. Und ich bin ja ein Mega-Fan, hier die Punks hier, ja genau, da winken sie und wollen irgendwie... Das ist geil, so Computerfans essen nicht so richtig viel, ne? Kann das sein? Wer hat das letzte, wer isst hier regelmäßig? Nee, der... Geil, so Cornflakes aus der Hoodie-Mütze. Fand ich aber tatsächlich, als ich das erste Mal gesehen habe, ich fand es echt geil. Kennt ihr das, so Hoodie andersrum anziehen, dann Cornflakes in die Kapuze, so dass man beide Hände frei hat und dabei Cornflakes essen kann? Geht auch mit Chips. So, ich glaube, so die erste Fütterungsrunde hat hier schon perfekt funktioniert. Jetzt warten Was wir ist denn mit zweiter Fütterungsrunde mit Bier? Weil meinst du, es ist gerade alle geworden? Also jetzt gibt es leider nur noch irgendwie dieses... Leckere Premium-Bier. Das ist in Ordnung. Okay. Aus fairer Haltung. Aus fairer Kleintier-Hopfenhaltung. Cheers. Ja, cheers. Für wen sind eigentlich diese Süßigkeiten? Bist du Berlinerin, Vanessa? Nee, ich komme aus Köln. Köln. Du bist ein Karnevalist. Alter, ey. In der Lotterbar. Karneval in der Lotterbar habe ich meinen schönsten Rosenmontag erlebt. Ich habe da nur als Kind gewohnt, aber meine Mutter hat mich immer in sehr coole Kostüme gesteckt. Ich war einmal Cowgirl und einmal war ich Turtle. Nicht schlecht. Ja. Teufel? Also, was waren die Kostüme? Teufel und Trottel habe ich. Nein. Teufel und Trottel? Sondern? Ninja Turtle. Ah, Ninja Turtle. Ah, nicht okay, aber welcher Trottel. Warst du? Ninja Turtle. Das weiß ich nicht mehr, ich war zu jung. Was? Und einmal war ich Cowboy, aber als Frau. Ja. Oh, ja. Cowgirl. Genau. Hört sich ein bisschen doof an, aber ja. Nee, hört sich nicht. Und ich hatte auch so einen richtigen Hut und so eine Waffe. Ja. Eine Waffe? Ja. Also so ein Colt. Genau. Ja. Ich könnte noch mal sagen, irgendwie, weil der 36C3 ja ein Nichtraucherkongress ist, Mann, könnte ich gut eine Kippe rauchen irgendwie so. Ich wollte das nur mal einmal hier kurz ins Publikum werfen. Das Ding ist halt, ja, du hast sogar Tabak eingekauft. Hast du denn noch keine E-Zigarette? Vaping ist auch verboten. Ach was. Da war noch Tabak in dem Beutel, ich denke mal, der... Ja. Ich glaube, vielleicht haben wir Mehl auf dem Boden verstreut. Das ist so ein Messebau, das kommt doch alles weg. Das wird eh alles morgen abgerissen. Wie war das Thema des Chaos Computer? Was war das nochmal? Ressourcen schon irgendwie? Ich lese gerade von meinem Bändchen ab. Resource Exhaustion. Ah, okay. Ziegenkäse will er. Da drüben, Achtung, ich höre hier aus dem Publikum Laute. Also jetzt muss ich mal eben hier, seid ihr Schafe oder Wölfe? Könnt ihr das? Ihr müsst dann sagen, Schafe, Wölfe. So, ihr wolltet nochmal, ne? Ah, schon gut. Boah, hier. Danke. Hast du den auch probiert? Den Blutwurz? Ja, achso, ja, den Blutwurz fand ich ziemlich gut. Echt? Na, jetzt? Ziegenkäse ist alle. Also nur, falls nochmal jemand fragen will. Felix, du hast echt keinen Respekt vor Messern, ne? Nee, gar nicht. Ah. So, peinliche Stille. So. Vanessa. Jetzt? Ja. Wie lange dauert das, bis er wiederkommt? Also bis ich kann hier nochmal eine Zeitansage, die haben vorhin so Nummernschilder gehabt irgendwie. 15 Minuten haben wir noch, ey, ne? Geil. Ja, im Idealfall dauert es 10 Minuten, bis er fertig ist. Und wir müssen eine Minute vor Ende der Show, übrigens hier nochmal in die Tontechnik als Richtung, müssen wir ein Zeichen kriegen, dass wir den unseren Abschluss-Jingle spielen. Das müssen wir eine Minute, also eigentlich 3 Minuten vor Ende der Show haben, damit ich weiß, dass wir 2 Minuten später unseren Abschluss-Jingle spielen. Irgendwie so. Entschuldigung, das war nur kurz so hier technisch irgendwie was geklärt. Ja, ich wollen wir gerade noch mal kurz
ernst quatschen, weil... Ja, mach mir. Unbedingt. Ich habe ja eben am Anfang gesagt, ich bin hier Vanessa von Cardus und so. Ich habe gar nicht erklärt, was Cardus ist, ne? Ah, nee, ich gehe so davon aus, irgendwie alle kennen uns, weil wir irgendwie seit 3 Tagen hier auch stehen mit unserem Stand. Und ich hier deutschlandweit auch irgendwie echt so über Festival Founding und irgendwie so ein Kram. Eine sehr bekannte NGO seid, jetzt habe ich schon mal vorgegriffen, ihr seid eine NGO. Ja, genau, und halt irgendwie in bestimmten Kreisen irgendwie so... linken Partykreisen und so auch irgendwie recht bekannt. Ja. Aber ich glaube, also nicht alle kennen uns, ne? Also wir haben, also ich habe ja über die Werkstatt erzählt, aber wir haben ja auch noch unsere humanitären Projekte. Also wir sind ja gerade in Nordostsyrien schwerpunktmäßig und haben da unser Feldkrankenhaus in Halhol. Und das läuft ja jetzt gerade trotz des Krieges da weiter mit unseren lokalen MitarbeiterInnen. Und genau, also das macht Cardus ja aus. Einerseits so dieser Makerspace, diese Werkstatt, wo ich ja dann auch immer rumhänge. Und andererseits halt unsere Einsätze und unser medizinischer Background, unsere medizinische Hilfe. Und das greift natürlich so ineinander. Und genau, das wollte ich jetzt nur noch mal kurz zur Erklärung sagen. Ist ganz gut. Und ich sage auch noch mal an alle da draußen, die uns hören, irgendwie, man sollte Cardus auf jeden Fall auch mal im Internet auscheckern. Und man kann da... irgendwie so, die machen großartige Arbeit und sind eigentlich irgendwie diese wirklich real non-governmental Organization und man kann euch irgendwie fördern und irgendwie spenden und irgendwie das solltet ihr, alle die Geld haben, sollten das tun. So. Ja, oder auch irgendwie besuchen. Sehr gut. Ja, danke. Oder auch besuchen. Also unsere Werkstatt in Berlin ist ja also offen. Wir arbeiten mit super vielen. Genau, direkt neben dem Katerblau. Ja, genau, neben dem Katerblau am Holzmarkt. Und irgendwie so. Das genau. Ist auch für Leute, die sich nicht auskennen, muss ich das nochmal sagen. Wir nehmen alle, auch Leute, die sich mit gar nichts auskennen, die können trotzdem vorbeikommen und können irgendwas bei uns machen. Wir finden eigentlich immer ein Projekt, das zu allen Leuten passt. Aber ihr habt keinen 3D-Drucker, das heißt, ihr seid eigentlich eher für diesen Kongress hier unattraktiv. Irgendwie. Ihr habt eine CNC-Fräse, aber irgendwie keinen 3D-Drucker, das ist so ein bisschen... Aber das kommt. Ja, das kommt, okay. Ja, aber wie viele Leute werkeln da dann irgendwie in diesem Makerspace? Also wie viele Leute sind an so einem Projekt dann beteiligt? Also die wirklich dann... Das ist ziemlich unterschiedlich. Also wir sind bei Cardus ja nicht so viele Angestellte. Also es bewegt sich im zweistelligen Bereich. Also wir sind so, ich glaube momentan 13, lass mich jetzt nicht lügen, Leute, die angestellt sind. Und die meisten Leute oder sehr, sehr viele Leute, die halt irgendwie mit uns arbeiten, machen das komplett ehrenamtlich und... Okay. Davon lebt halt auch die Werkstatt. Das ist halt ein wichtiger Treffpunkt für Leute, die uns unterstützen in ihrer Freizeit halt, ohne dass sie dafür Geld kriegen. Und auch so Sachen wie der Kongress oder das Camp, was ja im Sommer war vom CCC, sind super wichtig, weil das halt irgendwie auch immer so, wir arbeiten zusammen und wir können auch gut zusammen feiern und saufen und miteinander Spaß haben. So. Und deswegen sind halt solche Veranstaltungen wie das hier halt auch super wichtig und super cool neben dem ganzen anderen ernsten Kram. Ja, aber, den komm, wir halt aber sind jetzt an dem, also sind jetzt an dem Wochenende auch irgendwelche Techniker oder Technikerinnen zu euch gekommen und haben gesagt, ich habe die perfekte Idee für euch? Es gab in der Tat ziemlich viele Leute, die zu uns gekommen sind und ihre Hilfe angeboten haben. Okay. Oder halt einfach, dass man sich irgendwie vernetzt und mal guckt, irgendwie was kommt da zustande. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, unsere Werkstatt ist halt, also wir haben einmal in der Woche so einen offenen Bautag, das ist immer mittwochs. Und da kommen dann immer auch sehr viele unterschiedliche Leute hin und helfen uns bei Dingen. Und daraus entstehen dann halt oft so Projekte. Also Leute, die dann halt irgendwie länger dabei bleiben, kommen dann einfach mit ihren Ideen zu uns und wir arbeiten dann daran gemeinsam. Oh. Cool. Ja, aber das ist immer noch, aber das mobile Krankenhaus, was in Syrien unterwegs ist, ist tatsächlich auch immer noch das erste oder ist es mittlerweile schon... Nee. Also in Syrien haben wir gerade kein mobiles Krankenhaus, sondern das ist ein Feldkrankenhaus und das ist nicht mobil. Und das erste mobile Krankenhaus, das ist an eine irakische Organisation gegangen. Okay. Das konnten wir aus logistischen Gründen nicht so einfach wieder zurückbringen. Wir hatten das auch in der Tat schon mal, dass wir Probleme an den Grenzen hatten mit der Logistik und man kann nicht einfach irgendwie so mit einem LKW in der Weltgeschichte rumfahren und sagen... Wir machen humanitäre Hilfe irgendwo, weil oft fehlen irgendwelche Papiere. Ja, das heißt, ihr werdet dann auch tatsächlich von Zoll oder Regierung blockiert, eigentlich im Grunde genommen die Hilfe dahin zu bringen, wo sie nötig wäre. Das kann durchaus passieren. Okay. Genau, aber also das erste Krankenhaus
also ist jetzt nicht mehr bei uns sozusagen, aber wir arbeiten gerade in einem zweiten mobilen Krankenhaus. Okay, das wird jetzt aktiv im Grunde genommen dann in, wo ist das jetzt gerade? Das ist im Irak. Im Irak. Mhm. Genau, und an dem zweiten arbeiten wir gerade und wir wollen das auch irgendwie nach so EMT-Standards, also Emergency Medical Team, aufbauen. Das ist so eine WHO-Zertifikation. Ach Gott, jetzt steigen wir hier voll fachlich ein. Egal. Auf jeden Fall wird das gut, das zweite Krankenhaus. Ja, aber da hapert es an Ideen oder hapert es da an Geld noch? Also nee, an Ideen überhaupt gar nicht. An Geld, ja, in der Tat. Aber merkt man das? Merkt man das gerade so bei Geld nochmal spenden an Kados. Oh, Kohle raus. Ja, Kohle raus jetzt. Irgendwie. So. Jetzt Schnaps hier. 10 Euro. Also ich nehme, genau, Schnaps 10 Euro. Ja. Wir nehmen auch warmer Schnaps 10 Euro. Kaffeebude. Hier, Fee. Geh mal in die Kaffeebude, geh mal einen Schnaps holen. Jetzt kauf doch mal einen Schnaps. Aber wir nehmen natürlich auch gerne Arbeitskraft. Also wie gesagt, kommt einfach vorbei und... Eine Arbeitskraft. Boah, ich kann das nicht mehr trinken. Nee. Ja, ich weine gerne. Ich habe überhaupt kein Problem mit. Der Blutwurz. Echt, wenn Penninger Blutwurz bringt mich echt zum Weinen. Darf ich das nochmal kurz sehen? Kommt das her überhaupt? Das ist eine geile Werbung. Penninger Blutwurz, echt zum Weinen. Wo ist denn Hotzenberg, bayerischer? Seit 111 Jahren. Krass. Traditional Bavarian Liquor. Hey, lass mal eine rauchen, oder? Lass mal rauchen, ey. Wir können im Ofen rauchen. Einfach im Ofen. Alter, rauchen ist so geil, ey. Ne? Ihr glaubt es gar nicht, ey. Ich mach nochmal, warte, ihr könnt nochmal alle zugucken, warte. Wir können uns ja schon mal eine drehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ist es nicht gleich mal, jetzt so langsam wird es auch mal Zeit, dass wir mal zum Ende kommen, oder? Musst du mal für die Zuhörer beschreiben, was du tust. Wir auch einen. Oh, geil. Aber wobei man da, warte mal, darf man im Fernsehen jetzt noch Kippen drehen? Ja, Kippen drehen auf jeden Fall, solange du deinen Tabak abklebst, irgendwie wegen der Werbung und so. Ne? Achso, ja, das ist ja eh nur die Lunge. Aber ich dachte, nee, ist das wirklich? Aber ist das ist Kippenwerbung. Das dürfen wir nicht. Ich sag ja abkleben, Alter. Ich habe hier extra eine Rolle Tape hingelegt irgendwo. Ich kleb jetzt meinen Tabak ab. Hier, zack, hier ist Tape. Langweilen will ich eigentlich. Also ich rauche nicht, beziehungsweise nicht mehr. Herzlichen weil ich kann diesen Suchtdruck mal so, durchaus verstehen. Das ist echt gut, ey. Also und das, ich habe von Leuten gehört, die kompensieren dann ihren Suchtdruck durch Kochshows. Ja, oder Süßigkeiten. Die kochen dann, um irgendwas mit ihren Händen zu machen. Naja, hast du die mitgebracht? Nee, ich glaube, die standen hier schon. Okay, will jemand was Süßes? Stell das einfach mal hier vorne hin. Ich glaube... Wir haben hier noch Kokosmakronen. Nee, die wollte ich für später behalten. Das war schon Absicht, dass ich den nicht wollte. Sorry. Kokosmakronen. Ich frage mich, wo unser Essen bleibt irgendwie, weil wir haben nur noch 5 Minuten, höre ich gerade aus der Tontechnik. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich frage mich, wo unser Essen bleibt. Die Leute sollen könnt mal rennen hier. Könnt ihr euch denn eigentlich noch daran erinnern, was ihr das letzte Mal gekocht habt? Ja. Ja, wir haben das letzte Mal, geil, Kaviar und Champagner, also das war unsere Jahresabschluss. Genau, das war unsere Abschlusssendung im Dezember. Da haben wir mit dem Täubling in Düsseldorf im Rotlichtviertel, das war auch, Mann, war das ein Abend. Aber egal, ich... Alles nachzuhören bei Mixcloud übrigens. Genau, aber wir haben Kaviar und Champagner, Kaviar-Toast und Champagner getrunken. Und Papsa hat veganen Lachs mitgebracht, den er vorher vorbereitet hat. Der war tatsächlich ein sehr großartiges lecker. Also ihr könnt auf Instagram Lachs. Das Rezept nochmal nachgucken. Irgendwie, das war wirklich unglaublich lecker. Bitte? Wenn ich die drei Worte Rotlichtmilieu, Kaviar und Champagner höre, denke ich eigentlich an was anderes. Aber es ging schon um essbare Dinge, ja. Die Frage habe ich auch gestellt und wurde dafür ausgedacht. Oh Mann, ich bin so naiv, Alter. Ey, ne? Ja, als ich habe den Täubling gefragt, aber Felix so, ja, nee, er hat das ja gesagt wegen seiner Mutter. So, ne? Weil seine Mutter ihm immer in die Schule immer Kaviar-Toast und einen kleinen Piccolo-Shampoos mitgegeben hat. Deswegen hat er diesen Faible für Kaviar-Toast und Shampoos.
gute Mischung. Also es hatte nicht irgendwie sowas so... Aber ich hatte genau denselben. Ich sag's nicht weiter. Ich bin da so ein bisschen katholischer irgendwie. Kotstulle halt. Oder eigentlich sind die Katholiken irgendwie eigentlich die verdorbensten Säue irgendwie. Ich bin nicht so katholischer, ich bin protestantischer. Nee, das geht auch nicht. Also ich war auch mal protestantisch, ich bin immer ausgetreten aus der Kirche. Aber die Katholiken, die können sich halt freikaufen und das können die Protestanten halt nicht so. Finde ich super, ne? Also die Katholiken. Ja, deswegen können die halt richtig auf die Kacke hauen immer und danach irgendwie schmeißen die einfach 10 Euro in Klingelbeutel und gut ist. Nee, du musst am Ende deines Lebens, also das ist total egal, du musst am Ende deines Lebens, musst du so einen Popen haben, ne? Dem gibst du einen 20 und der sagt dir... Alles gut irgendwie so, ne? Und dann hat man es geschafft. Dem gibst du Kaviar und dann ist gut. Kaviar, Toast und Champagner. Ja, aber ich habe gerade letztens, es gibt jetzt auch Plastikablassbriefe, habe ich gesehen. Fünf Minuten, das Essen ist immer noch nicht da. Ich will das Go eigentlich irgendwie für so ein bisschen exakt 3 Minuten. Ich finde, es riecht hier schon nach Essen, oder? Ja, aber das ist nicht unser, glaube ich. Wo kommt der Geruch her? Vier. Weil wir unseren Abschluss-Single spielen müssen. Das muss irgendwie so. Wir wollen ja auch im Radio gesendet sein. Nicht nur, dass wir hier so Internetsblödsinn machen, irgendwie so. Wir sind echt analog auf UKW zu hören. Ne? Bei FSK 93.0 am 12. Januar irgendwie so. Ne? Ist nicht alles nur Internet und so, bla, weniger, mehr mal irgendwie wieder eine Zeitung aufschlagen und irgendwie ein Radio anschalten. Ne? Das ja, ich glaube, wir sind tatsächlich auch die einzigen Leute, glaube ich, die 2020 nochmal drauf gekommen sind, überhaupt eine Radioshow zu machen. Ja, und Foodblogging ist so 2005, aber wir machen das auf Instagram übrigens, Foodblogging irgendwie so. Das ist halt so null Food, egal. Ich will mich heute nicht mit dir streiten. Darauf einen Blutwurz. N, jetzt kannst du mal. Ich glaube, wir können den. Wer ist nach uns immer drin auf FSK? Guck mal, ihr habt noch 3 Minuten. Ich wollte gerade sagen, Hitlers Adjektiv, aber das stimmt nicht. Analyse und Kritik? Nee. Nee, wo nichts ist, ist nichts. Metaphysik. Metaphysik, warte. Metaphysik. Metaphysik. Warte, Papse, atmen. Ich gucke auf die Uhr. Du kannst noch einen Witz erzählen. Ich kann einen Witz erzählen. Stimmt, Vanessa, kannst du einen Witz erzählen? Geht ein Cowboy zum Friseur Pony weg. Geil, mit Applaus, Alter. Was für ein Witz. Yay! Vanessa, ey. Danke. Bitte. So, auf dein Zeichen ist schon 11:45. Ja, wir haben auch ein bisschen später angefangen. Und liebe Radiotüre, lass uns... Ist das das Zeichen? Eine Minute. Wo ist denn jetzt das Essen? Wir können eigentlich... Vielleicht ist er auch einfach durchgebrannt. Wer? Kennst du überhaupt? Also kennt einer von uns überhaupt den Stiller Gast? Achso, unser stiller Gast. Wo ist unser scheiß Plammkuchen, Alter? Ey? Der muss wiederkommen. Ach stimmt, wir machen eine Kochradiosendung. Oh Mann, ich hab's schon wieder vergessen. Eine Kochradiosendung, da wird auch eigentlich nicht gegessen, da wird eigentlich immer nur gesoffen, oder? Ja, das bei ist uns korrekt. Deswegen machen wir diese Radiosendung, ehrlich gesagt, um unseren Alkoholismus irgendwie so ein bisschen rechtfertigen zu können. Legitimieren, Entschuldigung. Das meins. Nee, das meins. So, aber jetzt noch eine Minute? Komm, ich will nach Hause. Mach unseren Abschlusssong an, wir moderieren drüber und beenden es hier. So, liebster Weltmathe-Kongress. Ja, liebster Weltmathe-Kongress, toll, dass ihr alle da wart und irgendwie wir überhaupt die Chance hatten, hier eine Radiosendung zu machen. Vielen Dank an Vanessa als Gästin. Danke für die Einladung, wenn ihr noch ein bisschen sitzen bleibt, der Plan kommt gleich wieder, ihr kriegt gleich was zu essen. Wartet noch ein bisschen. Ja, vielen Dank an unsere Soundcrew und diese wunderbare... Ja, danke Jonas, irgendwie das Artist Hospitality. Genau. Danke Vanessa. Vanessa, kurzer Applaus für Vanessa und Carlos. Und spendet alle Geld zu Carlos. Und Wir wollten eigentlich irgendjemanden grüßen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Was haben wir denn? Januar? Achso, frohes neues Jahr. Achso, und Happy Birthday, Christine. Und Happy Birthday, Christine, genau, die nicht in unserer Sendung sein konnte, die eigentlich unsere angekündigte Gästin war. Dafür ist Vanessa eingestiegen. Bam, aus. Yeah. Dankeschön. Das war's. Ich glaube, auf dieser Bühne ist Schluss für heute. Ich putz noch. Ihr könnt mir beim Putzen zugucken, wenn ihr wollt.